Den größten Tourismuskonzern in Europa, TUI, haben wir in den letzten Tagen bei diesem ganzen Hin und Her mit der Lufthansa Group, mit Germania und Thomas Cook immer mal wieder angesprochen. Wirklich unterhalten, im Detail haben wir uns aber über das Unternehmen und auch über die deutsche Fluggesellschaft TUI Fly noch nicht so wirklich. Das machen wir jetzt mal, denn die Zukunftsplanung sowie auch die aktuelle Lage der Fluggesellschaft ist selbstverständlich auch recht interessant. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Der TUI-Konzern selbst teilte vor wenigen Tagen mit, dass man sich mit dem englischen Reiseveranstalter bzw. dem englischen Tourismuskonzern Thomas Cook nicht in irgendwelchen Verhandlungen befindet. Mit anderen Worten, man ist wohl nicht an einer Übernahme von Teilen oder an der Übernahme der kompletten Thomas Cook Group Airlines interessiert. Aber da lässt man sich ja auch nicht wirklich eine Chance entgehen. Man bezeichnet sich zwar selbst als aktiven Beobachter, aber TUI als größter Tourismuskonzern in Europa verfolgt ja seit vielen Jahren schon eine durchaus vergleichbare Strategie wie auch Thomas Cook, und zwar mit eigenen Fluggesellschaften in verschiedenen Ländern verteilt. Damit scheint man aktuell auf dem europäischen Markt auch ganz einfach ziemlich gut aufgestellt zu sein. Würde man jetzt also Geld investieren in Teile der Thomas Cook Fluggesellschaften oder halt eben wie gesagt die ganze Airline-Gruppe kaufen, dann würde das einfach zu einer plötzlichen Expansion der TUI Fluggesellschaften führen, die auf der einen Seite wahrscheinlich wirklich viel Unruhe in die eigenen Konzernfluggesellschaften bringen würde, auf der anderen Seite würde das aber auch enorm hohe Kosten verursachen, denn die aktuelle Flottenstrategie der Thomas Cook Fluggesellschaften ist natürlich eine ganz andere als die der TUI Fluggesellschaften. Das nur mal so, um das direkt mal am Anfang zu klären. Zum TUI-Konzern, wie gesagt, dem größten Tourismuskonzern in ganz Europa, gehören zum aktuellen Zeitpunkt 6 verschiedene Fluggesellschaften, die man mittlerweile als sogenannte TUI Airlines bezeichnet. Das ist also an der Stelle schon mal durchaus vergleichbar mit den 5 Fluggesellschaften, die man als Thomas Cook Group Airlines bezeichnet. Heißt, die befinden sich alle unter einem Dach, werden als Gruppe bezeichnet, sind eine Airline-Gruppe. Die größte der TUI-Fluggesellschaften ist dabei TUI Airways. Kannte man bis 2017 noch als Thomson Airways, also eine britische Fluggesellschaft mit Sitz in London, betreibt zum aktuellen Zeitpunkt etwas mehr als 60 Flugzeuge in der Flotte, ist eine reine Boeing-Flotte und mittlerweile haben die auch etwas mehr als 10 Dreamliner. Der deutsche Ableger TUI Fly ist hierzulande mit etwas mehr als 30 Flugzeugen vom Typ Boeing 737 unterwegs. Damit bedient die Fluggesellschaft aus dem deutschsprachigen Raum heraus eigentlich die klassischen Urlaubsziele im Mittelmeerraum und in Nordafrika. Man fliegt aber auch zum Beispiel auf die Kapverdischen Inseln. Ganz nebenbei ist das übrigens eine ziemlich lange Strecke für eine Boeing 737-800. Von Hamburg aus sind das etwas mehr als 5000 Kilometer, die man da zurücklegen muss. Trotzdem fliegt TUI Fly das mit der 737-800 nonstop. Langstreckenmaschinen hat der deutsche TUI-Ableger allerdings nicht. Ähnlich groß ist die TUI dann in Belgien mit etwa 40 Flugzeugen, darunter auch eine Boeing 767 und 2 Dreamliner, sonst Boeing 737 bis auf 4 Embraer E190. Die findet man sonst auch nirgendwo anders in den TUI-Fluggesellschaften. Dann gibt es noch eine TUI-Fluggesellschaft in den Niederlanden. Die haben etwas mehr als 10 Flugzeuge in der Flotte. Auch hier mit Boeing 787 und 767, sonst 737. Und dann gibt es noch die TUI Fly Nordic, die soweit ich weiß zum aktuellen Zeitpunkt nur 4 Boeing 737 in der Flotte hat. 2 737 MAX und 2 ganz normale 737-800. Und dann bleibt nur noch die französische Corsair übrig. Und da ist unschwer zu erkennen, TUI hat irgendwie nicht so die Verbindung zu dieser Fluggesellschaft. Die sollte die TUI-Gruppe schon mehrmals verlassen, aber so richtig wird man diese Fluggesellschaft einfach nicht los. Aber zumindest anteilig soll die jetzt in naher Zukunft verkauft werden. Soweit ich weiß, ist da aber noch kein wirklich fertiger Deal zustande gekommen. Und so bleiben uns am Ende also 5 in Anführungszeichen wirkliche TUI-Fluggesellschaften, die seit dem Jahr 2014 auch alle immer dichter zusammengerückt werden. Auch das ist wieder eine Parallele zum Thomas Cook Konzern und seinen Fluggesellschaften. So bekommt zum Beispiel alle TUI-Flugzeuge, er steht erstmal überhaupt groß TUI drauf, sonst war es ja noch Jet Air Fly, Thomson Fly und so weiter. Er steht erstmal groß TUI drauf und sie bekommen alle das sogenannte Blue Wave Design. Außerdem passiert dann natürlich eine ganze Menge im Hintergrund. Es werden Synergien geschaffen zwischen den Fluggesellschaften. Das bringt dann große und vor allem effizienzschaffende Vorteile mit sich. Zum Beispiel lassen sich Flugzeuge und somit Kapazitäten zwischen den einzelnen TUI-Fluggesellschaften relativ schnell und unproblematisch hin und her schieben. So ist das dann auch im Thomas Cook Konzern. Der hat zum Beispiel jetzt gerade erst die beiden letzten 757-300 aus der britischen Thomas Cook Fluggesellschaft zur deutschen Tochter geschoben, also zwei Boeing 757-300, die jetzt bei Condor unterwegs sind. Das lässt sich dann alles mit einem vergleichsweise überschaubaren Aufwand bewerkstelligen und sollte die andere Fluggesellschaft, die die neuen Flugzeuge und damit die neuen Kapazitäten bekommt, noch nicht das Personal dafür haben, dann lässt man halt Personal von der britischen Fluggesellschaft bei den deutschen fliegen oder andersrum. Wie gesagt, man schafft da gewisse Synergien, sodass man da sehr flexibel agieren kann. Bei der deutschen Fluggesellschaft TUI Fly machte es da schnell mal in den letzten Jahren, finde ich zumindest, den Eindruck, dass da nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Die Fluggesellschaft ist einfach da und es sah auch gerne mal so aus, als hätte der TUI-Konzern als solches, als Mutterkonzern, nicht so die wahnsinnig große Verbindung zu seiner deutschen Fluggesellschaft.
Das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn dadurch hat TuiFly nicht so wirklich auf sich aufmerksam gemacht und gerade in den letzten Monaten ist das vielleicht gar keine so doofe Idee, denn man machte vor allem nicht negativ auf sich aufmerksam. TuiFly hält sich nämlich, so sehe ich das zumindest, aus den in den letzten Monaten gerne mal etwas wild und durcheinander verlaufenden Angelegenheiten in der deutschen und europäischen Luftfahrt gekonnt heraus. Die letzten wirklich großen Schlagzeilen, die es bei TuiFly gab, das war wahrscheinlich dann Ende 2016, wo man mit dem Gedanken zu spielen schien, sich mit Niki, also einem Teil der Air Berlin zu diesem Zeitpunkt, zusammenzutun zu einem neuen Unternehmen und sich dann da mit über 60 Flugzeugen um Ferienflüge aus dem deutschsprachigen Raum herauszukümmern. Heute wissen wir natürlich, da ist nichts draus geworden, also die Verhandlungen dazu, die hat man irgendwann wieder eingestellt. Aber wäre man da zu einem Ergebnis gekommen, dann würde heute vielleicht einiges ein bisschen anders aussehen und auch bei der Air Berlin Insolvenz wäre einiges etwas anders verlaufen. Wer weiß, ob es dann jetzt eine Lauda Motion geben würde in dieser Form. Ansonsten ist die TuiFly halt einfach da. Die fliegt von gewissen deutschen Flughäfen nur mal gewisse Urlaubsziele an und diese Fluggesellschaft kann man auch durchaus mal nehmen. Aber sie macht halt eben nicht negativ auf sich aufmerksam oder sie macht gar nicht groß auf sich aufmerksam. Und ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber irgendwie macht das diese Fluggesellschaft zum aktuellen Zeitpunkt zumindest total sympathisch, oder nicht? Das mögen Aktionäre des TUI-Konzerns vielleicht ein bisschen anders sehen, denn dieser musste gerade erst vor wenigen Tagen eine Gewinnwarnung für das aktuell laufende Geschäftsjahr herausgeben. Das endet dann im September. Und man wird da einfach nicht in diesem Jahr die versprochenen oder anfangs erwähnten 10% bei dem Gewinn des Unternehmens, bei dem Gewinn des Konzerns zulegen können. Das hat jetzt allerdings mit den Fluggesellschaften des TUI-Konzerns nicht so wahnsinnig viel zu tun und mit dem deutschen Ableger wahrscheinlich noch viel weniger. Aber auch bei dem gibt es Neuigkeiten, interessante Neuigkeiten, die man sich durchaus mal anschauen kann. Denn die deutsche TuiFly wird jetzt in absehbarer Zeit endlich mal eine neue Boeing 737 MAX 8 bekommen. Da haben viele lange drauf gewartet. TuiFly ist auch tatsächlich die letzte der eben angesprochenen 5 wirklichen TUI Airlines, die dann eine Boeing 737 MAX in der Flotte bekommt. Der ganze Konzern hat 72 Flieger des Typs bestellt. Etwa ein Dutzend davon ist zum aktuellen Zeitpunkt schon ausgeliefert und wurde auf die Gesellschaften verteilt, aber eben halt noch nicht auf TuiFly. 48 Optionen hat man auch noch auf das Flugzeug, also da können auch durchaus noch in Zukunft ein paar Bestellungen hinzukommen. Für die deutsche TuiFly gilt dabei Ende März, also bereits in einem Monat, kommt das erste Flugzeug vom Typ 737 MAX 8 und dann recht zügig 3 weitere. Die Maschinen werden dabei an folgenden Orten stationiert. Die erste Maschine kommt nach Hannover, die zweite nach Düsseldorf, die dritte und vierte, die dann für Ende April erwartet wird, die kommt nach Frankfurt bzw. nach Köln. Damit ist TuiFly auch übrigens die erste deutsche Fluggesellschaft, die dann eine Boeing 737 MAX in egal welcher Variante in der Flotte betreibt. Dann kommen Maschine Nummer 5 und 6, die kommen dann Ende des Jahres zu TuiFly. Die Stationierungsorte stehen wohl aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Und auch noch interessant, dazu kommen dann noch ein paar weitere Flugzeuge vom Typ Boeing 737 für die deutsche TuiFly, die man dann aus anderen TUI Airlines abziehen wird. Hier nutzt man das, was ich vorhin angesprochen habe, heißt, man kann Flugzeuge und damit Kapazitäten relativ einfach von anderen Fluggesellschaften, zum Beispiel jetzt eben zur deutschen TuiFly, schieben. Und so plant man dann für den Sommer 2019 bei TuiFly in Deutschland mit 39 Flugzeugen. Und diese Anzahl, 39 Flugzeuge, das wurde jetzt gerade erst vom Chef der Fluggesellschaft in einem Interview mit airliners.de als Zielgröße bezeichnet. Und das Wort Zielgröße für eine Flotte aus 39 Flugzeugen ist dahingehend irgendwie ziemlich interessant, denn das bedeutet, dass man für die nächsten Jahre diese Zielgröße von 39 Flugzeugen in der Flotte auch erst einmal halten möchte. Mit anderen Worten, TuiFly Deutschland strebt damit erst einmal ein moderates, aber gesundes Wachstum an, setzt sich dann aber für die nahe Zukunft, / für die nächsten Jahre, das Ziel, erst einmal eine passagierfreundliche, täglich gut laufende, stabil laufende und vor allem pünktlich laufende Operation aufzubauen. Und das ist wahrscheinlich genau das, was die Fluggesellschaft zum aktuellen Zeitpunkt so sympathisch wirken lässt. Man scheint da als Fluggesellschaft recht neutral und unauffällig unterwegs zu sein, agiert so ein bisschen mehr im Hintergrund, scheint zufrieden zu sein mit dem, was in naher Zukunft kommen wird und wächst dann vielleicht mal hier und da so ein bisschen mit einer steigenden Anzahl an Urlaubern mit, aber man ist eben nicht an einem plötzlichen, enormen Wachstum auf Kosten der Passagiere und auf Kosten anderer Fluggesellschaften interessiert. Gleichzeitig macht man sich mit einer modernen Flugzeugflotte fit für die Zukunft. Die Maschinen der TuiFly sind zum aktuellen Zeitpunkt im Schnitt etwa 10,5 Jahre alt, also noch nicht wirklich alt. Und die sind auch alle ausgestattet, entweder mit den in Anführungszeichen normalen Winglets oder mit den Split-Scimitar-Winglets von Boeing. Dann kommt jetzt bald, ab Ende März, die erste Boeing 737 MAX. Diese soll im Vergleich zur aktuellen 737-800 nochmal 16% weniger Sprit verbrauchen. Das ist echt ein großer Unterschied und diese Maschinen werden dann vor allem auf den längeren Strecken eingesetzt, also auf die Kanarischen Inseln oder auf die Kapverdischen Inseln, denn auf diesen längeren Strecken kommt dieser Vorteil von bis zu 16% dann wirklich erst richtig zum Tragen. Dabei behält man bei der neuen 737 MAX eine Sitzplatzanzahl von 189 Sitzen. Also man lässt genauso viele Sitze drin, wie auch in der aktuellen Boeing 737-800 der TuiFly. Allerdings steigt die Anzahl von buchbaren XL-Sitzen
von 27 auf 48. Und das ist gerade auf den längeren Strecken von den Passagieren immer eine gern genommene Option, beziehungsweise einfach eine schöne Option für die Passagiere. Und wenn es davon einfach mehr XL-Sitze gibt, warum denn nicht? Tja, ansonsten bleibt es natürlich eine komplette Economy-Class-Bestuhlung in der Boeing 737 MAX. Der TUIfly ist also genauso wie jetzt auch in der 737-800. Und ich würde jetzt mal behaupten und jetzt aufpassen, dass wir uns gerade in so eine Zeit rein entwickeln, bei der man in der Zielgruppe der deutschen Fluggesellschaften, die aus dem deutschsprachigen Raum so die klassischen Urlaubsziele im Mittelmeerraum bzw. Nordafrika anfliegen, und es sind ja nicht mehr viele Fluggesellschaften, das ist eine TUIfly, das ist eine Condor und es ist irgendwo auch eine Eurowings, dass man in der Zielgruppe dieser Fluggesellschaften immer mehr Leute finden kann, die bereit sind für entsprechende Zusatzleistungen, für sie klar erkennbare Zusatzleistungen, dass sie bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Dabei geht es um einfach zubuchbare Vorteile in Form von beispielsweise gutem Essen oder überhaupt Essen im Flieger zu haben, aber dafür dann gutes Essen oder einfach einen XL-Sitz zu haben, um jetzt mal bei der TUIfly, bei der 737 MAX zu bleiben, einen Sitz zu haben mit mehr Abstand zum Vordermann oder eine zusätzliche Serviceleistung, beispielsweise das frühzeitige Boarden des Flugzeuges, irgendwie sowas. Klar erkennbar, leicht zu buchen, zu einem nachvollziehbaren Preis. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sich immer mehr Leute finden lassen, die da auch wirklich bereit sind, wenn entsprechende Dinge gut umgesetzt werden, die da auch wirklich bereit sind, etwas Geld dafür zu bezahlen. Ich weiß es jetzt natürlich nicht genau, ich bin kein Experte, wie das jetzt aussieht mit den Buchungszahlen bei den XL-Sitzen bei TUIfly und ob die diese fast doppelte Anzahl in der 737 MAX dann auch wirklich voll bekommen oder ob man das braucht oder wie auch immer, aber ich könnte mir das als mögliche Erklärung vorstellen und ich kann mir auch einfach gut vorstellen, dass viele diese Zusatzleistung gerne annehmen. Und wenn man schon dabei ist, ein neues Flugzeug in die Flotte zu integrieren, ein Flugzeug, bei dem man sich wirklich selbst aussuchen kann, wie die Konfiguration aussehen soll, da denke ich mir, da hat man sich hier für einen ganz guten Kompromiss entschieden zwischen den Optionen, okay, wir können jetzt noch mehr Sitze in das Flugzeug packen, vielleicht die Sitzabstände noch weiter verringern und bei der 737 jetzt auf eine Passagieranzahl von bis zu 200 zugehen oder sowas. Oder aber wir haben die Option, es für alle bequemer zu machen. Da ist man hier mit der höheren Anzahl an XL-Sitzen wahrscheinlich ganz einfach einen guten Kompromiss eingegangen und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das von den Passagieren gerne angenommen wird. Ansonsten schafft man sich damit natürlich auch die Möglichkeit, mit 189 Sitzplätzen die Boeing 737 MAX bei der TUIfly auch ganz einfach in der täglichen Operation, aus welchen Gründen auch immer, aus technischen Gründen, aus operationellen Gründen, wie auch immer, das Flugzeug mit der 737-800 schnell mal zu tauschen. Denn sie haben einfach die gleiche Sitzplatzanzahl. Mit dem neuen Flugzeug ist man also höchstwahrscheinlich aus Deutschland heraus ziemlich gut aufgestellt und gerade eben das TUIfly in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, in naher Zukunft eben nicht auf plötzliches, möglichst zügiges Wachstum setzt und hier und da vielleicht noch ein paar Marktanteile abgreifen möchte, sondern eben versucht oder sich als Ziel gesetzt hat für die nahe Zukunft, die tägliche Operation passagierfreundlich, stabil über die Bühne zu bringen. Ab diesem Sommer möchte man das übrigens mit immer etwas mehr als einer Reservemaschine ermöglichen. Da klingt das doch für mich einfach nach einer sympathischen und für die nahe Zukunft auch durchaus tauglichen Strategie. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu TUIfly, eure Erfahrungen mit TUIfly. Schreibt gerne ein bisschen Feedback zu dem Video unten in die Kommentare. Freue ich mich auch drüber. Und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön raus an Jan. Vielen lieben Dank an dich für deine großzügige und tatkräftige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.